Von den Kinderjahren. Du bist gewesen in Chicago. Ja. Und du bist gegangen in die Universität von Chicago ein Jahr. Und nachdem du bist gegangen zu Erz Israel? Erz Israel. So, ja. So 2 Jahre in Urbana, 1 Jahr in Israel und dann noch Graduate School, Law School in Chicago. Und für was Israel? Für was Israel? Ich habe gehabt Tamid sehr starke Connection, sehr stark Kescher mit meiner Jüdischkeit und mit jüdischer Kultur, Jewish Culture, nicht ein Jiddisch Culture, Jewish Culture. Ich habe gelernt Hebräisch, wenn ich bin gewesen, you know, jung. Und mein Hebräisch ist gewesen sehr gut. Und ich habe gewollt zu, ich bin, you know, Sachen haben mir interessiert, interessiert. Mhm. Hebräisch, Archäologie, Historie von Jiden, Teure, Tanach. Und dort habe ich gekannt, lernen alles, was ich habe gewollt. Hm. Und bist du fromm? Bin ich fromm? Not by sort of standard definitions of fromm. Nein. Nicht klar fromm. Nicht klar fromm. Idiosynkratisch fromm. Ich fühle sich mein jüdische Identity, wie sagt man, mein jüdische Menschlichkeit, mein jüdische, ich weiß nicht, mein jüdische Identity ist sehr zentral, sehr inmitten meiner Schamme. Und mein Leben ist sehr ein jüdisches Leben. Was heißt es? Mein Heim, meine Sprache, was interessiert mir in Lernen und Lehren. Ich sehe sich wie ein Teil von einer größeren jüdischen Welt. Und für mich das ist sehr wichtig. Was ist ein jüdisches Heim? Was ist ein jüdisches Heim? Du hast gesagt, dass dein Heim ist jüdisch. Ich meine es ja, ja. Mein Mann ist auch jüdisch. Er ist ein Israeliter. Gewachsen geworden in Eretz Israel, in Haifa. Und er hat auch eine sehr starke Jewish Identity, weil er ist Israeli. Das heißt, dass er ist nicht fromm, you know, aber er ist sehr Jewish. Wir haben lieb zu machen Rituelle in der Heim, jüdische Rituelle. Wir sind 4 Adulten und 2 Kinder in der Heim. Und zusammen wir benchen Licht auf Shabbos, wir benchen Licht auf Chanukah, wir machen Havdole, wir machen Seder Pesach, was noch? Und wenn wir reden beim Tisch auf Mahlzeit. Es ist eine jüdische Sicher Conversation, Konversation. Schmuss. Das heißt nicht, dass als wir reden auf Jüdischkeit, aber wir fragen Fragen und wir diskutieren und wir reden auf Politik und wir reden auf Situationen in der Welt. Und beim Tisch haben wir eine Sache Sprecher in die Mischpuche. Also wir können reden wegen
Weltkultur und ein bisschen mehr wie andere Mischpoches in Sonoma County. Ich weiß nicht sicher, aber es von mir ist das ein bisschen mehr Jiddisch. Wir sind ein bisschen mehr Citizens von der Welt. Wir haben Mischpoche in Israel, wir haben Freund in Deutschland, wir haben Freund in England. Ja, und die Überlebung von unseren Kindern ist ein Leben, was ist weiter wie die Bilder von unserem Heim, von unserem Haus. Mhm. Und von mir, das ist etwas Jiddisch. Und dazu die Polizisten schlagen mich mit Schwertenkanten. Es hält nicht mein Beten, mein Gewehn.